Hallo, heute ist Dienstag, der 13. November 2018. Die Frage des heutigen Videos habe ich in so ähnlicher Form in einem älteren Video schon mal, naja, nicht beantwortet, aber angerissen, da diese Frage insgesamt ist einfach eine viel zu komplex und eine zu große Frage, als dass ein einziges Video ausreichen würde, um sie vollumfassend zu beantworten, sodass dem nichts zuzufügen wäre. Alles, was ich machen kann, ist die Frage immer wieder von verschiedenen Richtungen mal zu beleuchten. Das mache ich heute eben auch. Die Frage lautet nämlich, wie kannst du denn sicher sein oder woher willst du denn wissen, dass du ein richtiger Mann bist? Eigentlich eine gute Frage, nicht wahr? Die Frage selber allerdings, wenn man sie gerade so stellt, wie ich sie gerade formuliert habe, die offenbart ein ganz interessantes gedankliches Konstrukt, was nämlich Menschen unterscheidet in echte und in irgendwie unechte Fälschungen oder so, kann ich sie so verstehen. Preisfrage wäre an der Stelle schon mal, wie willst du jetzt diese Unterscheidung festlegen? Und was, wenn du das gemacht hast, was willst du dann damit? Also wie willst du jetzt die Fälschungen anders behandeln als die Originale? Aber das sind jetzt nur so zwei Fragen, die sich daran oder dabei so ergeben. Die finde ich aber gar nicht mal so spannend. Die packe ich an dieser Stelle mal zur Seite. Viel interessanter finde ich, welchen Effekt diese Frage erzeugt. Nämlich, sie verlangt ja schon nach Beweisen, nach irgendeiner Art von Leistung, um ein Qualitätsmerkmal zu erfüllen. Und nur dann bekommst du im Prinzip ein Qualitätssiegel. Wenn du diese Leistung nicht erbringst, dann fehlt dir dieses Qualitätssiegel und dann bist du halt nur ein billiger Abklatsch. Okay, das heißt also im Kern, um es kurz zu machen, die Frage, ob du ein richtiger Mann bist, offenbart einen Kern der Menschen zu Objekten zusammendampft, zusammen reduziert, um diese Objekte dann ja nach irgendwelchen Kriterien zu bemessen, zu kategorisieren und zu bewerten. Okay, verstanden. Aber bleibt die Frage, warum machen wir Menschen diesen Mist überhaupt mit? Ich meine, warum lassen wir das zu, dass irgendwelche Qualitätskriterien von außen an uns herangetragen wird und wir meinen, die erfüllen zu müssen? Ich meine, das erzeugt doch einen wahnsinnigen Leistungsdruck. Das ist natürlich tatsächlich eine der negativen Seiten. Es kann aber auch auf der anderen Seite ein Ansporn sein, um dich selbst in irgendeiner Sache zu verbessern, und es erzeugt auch wahnsinnige Glücksgefühle, wenn du es tatsächlich geschafft hast, eins dieser Goethe-Siegel in Anführungszeichen zu erreichen, wenn du sie dir als Ziel gesetzt hast und so du sie am Ende tatsächlich erreichst. Die Maßstäbe, an denen wir uns haben messen lassen und die wir am Ende sogar erreicht haben, die setzen wir an anderen Menschen dann wieder an. Quasi nach dem Prinzip, was ich erreicht habe, das müssen mir andere Menschen erstmal nachmachen, wenn die sich auf eine Stufe mit mir stellen wollen. So in der Art. Und an der Stelle wird vielleicht auch etwas mehr klar, warum wir an dieser Idee mit den Gütesiegeln nach wie vor festhalten. Nämlich, weil wir unter bestimmten Umständen und vielleicht auch manche Menschen mehr als andere einen Gewinn aus dieser ganzen Sache schlagen. Ich bringe mal ein paar praktische Beispiele, die sind immer am besten. Wenn ich also beispielsweise richtig gut in Sport und Fitness bin, angenommen, dann schauen alle Menschen zu mir auf, die auch gerne gut in Sport wären, und sie fragen mich dann um Rat und ich kann es dann so richtig genießen, denen zu helfen, besser zu werden und sie anzuleiten. Ich kann sogar finanziellen Profit aus der ganzen Sache schlagen, indem ich als Fitnesscoach arbeite oder Bücher schreibe oder Vorträge halte oder was da geier noch alles. Das heißt also, der Slogan, sportlich sein ist erstrebenswert, der zahlt sich für mich aus. Oder noch pragmatischer, ein Hersteller, der mir irgendeinen beliebigen Herrenduft verkaufen möchte, der wird es bei mir schwer haben, wenn er einfach nur sagt, da, ich habe da ein Parfüm und das riecht gut und kauf das. Ja, viel effektiver ist es da, ein Qualitätskriterium zu implementieren, was einen richtigen Mann auszeichnet. Ne? Da sind wir wieder bei der Ursprungsfrage. Ein richtiger Mann muss, und jetzt denke ich mir einfach mal nicht was aus, sondern ich nehme das, was tatsächlich existiert und was halt in der Parfümwerbung immer wieder gekäut wird. Ein richtiger Mann kommt bei den Ladies unglaublich gut an. Dem liegen die Damen zu Füßen. Ja, und jetzt habe ich es natürlich leicht. Jetzt brauche ich mein Parfum in meinen Werbespots nur noch als einen Damenmagneten zu inszenieren. Und hops, schon ist meine Aufmerksamkeit geweckt. Oder jemand, der viele Überstunden bei der Arbeit macht,
der kann sich guten Gewissens mit den anderen Kollegen messen, wenn es um die Kriterien Fleiß und Engagement geht, weil sie da weiß, dass sie als Sieger vom Platz gehen wird. Das Problem bei diesen ganzen Kriterien ist halt, dass sie mannigfaltig sind und nicht nur die paar Kategorien existieren, die ich mir so in meinem kleinen Mini-Universum überlegt habe, sondern dass ganz viele andere Menschen sich noch ganz viele andere lustige Sachen ausdenken und kein Mensch ist perfekt und erfüllt alle Kriterien, die in irgendeinem Hirn als irgendwie erstrebenswert dargestellt werden. Was dazu führt, dass ich je nach eigenen Fähigkeiten und Potenzial einen mikroskopisch kleinen Ausschnitt aller Erwartungen erfüllen kann und die meisten Erwartungen wahrscheinlich nicht erfüllen kann. Was mich am Ende ganz schön deprimiert macht und mir Minderwertigkeitskomplexe verschafft. Und um die zu kompensieren, versuche ich in irgendwelchen anderen Disziplinen zu siegen. Und mit meinen Siegen versuche ich mich wieder auf ein Treppchen zu stellen, was mich gegenüber anderen Menschen hervorhebt, dann fühlen die sich wieder schlecht und das ganze System verstärkt sich gegenseitig von selbst. Ein sich selbst verstärkendes System. Der Ausweg aus dieser Misere ist wahrscheinlich jetzt wenig überraschend, schätze ich mal. Also lautet halt aussteigen, nicht mehr mitmachen. Nur wie sollst du das machen in einer Welt, in der du im Prinzip umgeben bist von sozialen Normen, von Standards und von Qualitätsrichtlinien und die sogar teilweise wichtige Bestandteile unserer Wirtschaft sind, wie ich vorhin ja auch schon angedeutet habe. Sagen wir mal so, ich erkläre das mal in Form eines Bildes und ja, jetzt kommt wieder eine Metapher. Es kommt immer eine Metapher, wisst ihr doch inzwischen schon. Und zwar hier ist sie, die Metapher. Jeder von uns, jeder von euch, wir alle sind eine ganz einzigartige Persönlichkeit, wie eine geometrische Figur, nur eben komplex, sehr kompliziert halt. Und keine zwei Figuren gleichen sich bis aufs letzte Detail. Es gibt immer die kleinen oder größeren Unterschiede zwischen den einzelnen Menschen oder Figuren halt. So, wenn jetzt jemand seine Bewertungsmaßstäbe an dich ansetzt und diese Maßstäbe so überhaupt gar nicht zu dir passen, dann ist das so, wie wenn du einem Quadrat weiß machst, dass es ein Kreis sein muss, um in Ordnung zu sein. Wenn du das dem Quadrat lange genug ins Hirn eintrichterst, dann kann es sein, dass das Quadrat das am Ende tatsächlich glaubt und dann fängt es an, sich zu deformieren, um einen Kreis nachzuahmen. Das kostet erstmal enorm viel Energie und Kraft. Und das unglückliche Quadrat wird bei diesem Prozess seine eigene Wesensart, seine Quadratigkeit komplett unterdrücken müssen, denn es muss ja unbedingt so kreishaft werden wie möglich. Vielleicht gelingt es dem Quadrat am Ende tatsächlich einen glaubhaften Kreis darzustellen und glaubt am Ende vielleicht sogar selber, dass es wirklich ein Kreis gewesen ist und dass das schon immer so war und dass das nie anders gewesen ist. Im schlimmsten Falle fängt das dann sogar noch an, andere geometrische Figuren zu beschwatzen, dass die auch alle Kreise werden, weil ja nur Kreis sein ist ja nur der einzig richtige Weg und alles andere ist falsch. Vielleicht strengt sich das Quadrat aber auch für immer vergebens an und schafft es nie, ein glaubhafter Kreis zu werden, sondern bleibt für immer eine krumme, windschiefe Karikatur, die weder noch mit einem Quadrat noch mit einem Kreis irgendetwas gemeinsam hat. Soll also heißen, etwas, was für jemand anderen toll und erstrebenswert ist, das muss für euch noch lange nicht erstrebenswert sein. Wenn Menschen ihre Maßstäbe an euch anlegen, dann gibt es so eine kleine Chance, so eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass zufällig ihr genau dazu passt. Also dass was auch immer, dieses Ziel, was da euch vorgelegt wird, dass das euch wie auf den Leib geschneidert ist und euch dazu anspornt, euch in eurer Quadratigkeit nur noch besser einzurichten und euch noch wohler zu fühlen. Ja, das könnte sein. Viel wahrscheinlicher ist es aber, dass die Erwartung, die da an euch herangetragen wird, überhaupt gar nicht, also so wirklich null zu euch passt und ihr euch völlig verdrehen und verbiegen müsstet, um dem gerecht zu werden, um das zu erfüllen. Man muss also vorher sich selbst kennen. Man muss wissen, wer man selbst ist, um unterscheiden zu können, das passt zu mir oder das passt nicht zu mir. Da steckt also wieder dieser leidliche Selbstfindungsprozess dazwischen,
Dazu habe ich ja auch schon mal ein Video gemacht. Wer sich völlig unhinterfragt und unreflektiert von der Anspruchshaltung anderer Menschen leiten lässt, wie zum Beispiel ein richtiger Mann zu sein hat, oder wer ohne nachzudenken einfach genau das macht, was die Eltern auch gemacht haben, oder vielleicht deren Geschäft oder deren Firma übernimmt, weil was soll ich sonst auch machen? Ja, der nimmt den kurzen und den bequemen Weg. Der lässt andere Menschen nach Belieben bestimmen, wie sie sich zu entwickeln und wie sie auszusehen haben. Der lässt im Prinzip andere Menschen an ihrer Form herumbiegen und rumhauen und muss dann mit dem Ergebnis leben, was dann dabei herauskommt. Ich will ja nicht sagen, dass Bequemlichkeit was Schlechtes ist. Das kann ja auch durchaus mal ganz schön sein, sich selbst völlig zurückzulehnen, andere machen und sich selbst dann überraschen zu lassen. Es darf nur eben nicht den harten Kern der inneren Identität anrühren. Die Botschaft, die ich euch heute also mit dem Video versuche rüberzubringen, ist eine relativ zwiespältig, weil sie hat eine schöne und einen nicht ganz so schönen Teil. Der schöne Teil lautet: Niemand darf euch sagen, wie ihr zu sein habt. Und die nicht so fröhliche Botschaft lautet: Niemand kann euch sagen, wer ihr seid. Es ist ein bisschen schwierig, aus diesem Video etwas Praktisches für euren Alltag abzuleiten, weil es wie üblich halt verkopft ist, aber ihr seid auf dem Kater-Schnurz-Kanal, da habt ihr nichts anderes zu erwarten. Stellt euch vor, wie du versuchst gerade deine Maßstäbe an mich anzulegen. Sorry, ich habe meine eigenen Maßstäbe immer bei mir und das sind meine und die passen genau für mich. Ich brauche deine nicht. Gut, ich bin davon überzeugt, dass ich euch jetzt völlig verwirrt zurücklasse. Deswegen ziehe ich mich jetzt einfach möglichst unauffällig zurück. Vielleicht schaut ihr das Video einfach noch ein, zwei Mal häufiger und dann wird das vielleicht klarer. Oder vielleicht auch nicht. Dann tut mir leid, dass ich euch belästigt habe und eure Zeit gestohlen habe. Dann bis zum nächsten Mal. Unverbogene Grüße, euer Kater Schnurz. Ich habe es eben noch gelesen und natürlich habe ich es vergessen, weil ich blöd bin. Und ich habe sogar noch was anderes vergessen. Na Gott, so viel kann man überhaupt nicht vergessen. So viel habe ich gar nicht gelesen, wie ich vergessen habe. Jedes Mal, wenn ich etwas lese, dann vergesse ich anschließend das Doppelte von dem, was ich eben gelesen habe. Folglich darf ich nichts mehr lesen, sonst bin ich in 10 Jahren wahrscheinlich komplett bescheuert. Vielleicht bin ich ja jetzt schon und ich weiß es noch nicht.